Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mein Name ist Fasan und ich stehe gerade hier auf das Atfal Ishtimaga. Und wie ihr hinter mir seht, stehen schon die Zelte auf. Und ja, also heute haben schon die Arbeit hat schon begonnen. Und wie ihr wisst, ist das ja ziemlich stressig. Aber unter anderem ist es auch sehr stressig für die Person, die das alles plant. Also jetzt in dem Fall unser Nazim Allah. Und unser Nazim Allah dieses Jahr ist Alhamdulillah Shahabuddin Saab. Und da wir hier von ihm reden, sehe ich ihn auch ganz hinten. Und ich würde vorschlagen, dass wir einmal ganz kurz zu ihm gehen und ihn fragen, wie sein Tag abläuft. Ich meine, wir kommen ja und wir helfen ja und wir denken ja, das hat ja heute angefangen, aber es hat natürlich viel, viel früher angefangen. Und dementsprechend schlage ich vor, dass wir kurz nochmal zu Nazim Allah Saab gehen und ihn kurz fragen, wie sein Tag und wie seine Vorbereitungen laufen. Wir haben das Zeichen bekommen. Wir gehen kurz rein. Kommt mit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie geht's Ihnen? Alhamdulillah. Unsere Zuschauer haben sich gefragt, was so der Tagesablauf und was so die Verantwortungen der Nazim Allah sind bei so einem Ishtima der Khadamlam der Deutschland. Oh, eine schwierige Frage. Nazim Allah Ishtima ist man eigentlich ein gerade nur. Die Vorbereitungen haben schon begonnen und wir haben jetzt das zusammen ein Komitee erstellt und Alhamdulillah sieht man jetzt so langsam, dass ich immer immer werden und die Resultate der Vorarbeit und wie das echt mal jetzt in den nächsten Teilen aussehen wird. Die zwei sind sehr wichtiger Bestandteil unserer ganzen Zukunft und haben auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in unserer Ishtima-Planung gespielt. Von Mittelmisa gucke ich jetzt mir die ganze Vorbereitung des Ishtima, Fallgas, die Bildungsecke und was sie noch so alles voran. Siafet ist auf unserem Programm ein sehr großer Bestandteil. Das Essen und für die Gäste des Weißen Messias. Und mit der Region zusammen haben wir die Küche heute, die Utensilien, alle nach zum Ishtima-Gabe gebracht. Ich zeige kurz, was da drin schon alles passiert ist. Und danach werde ich wieder unterwegs sein, weil ich muss noch nach Groß-Gerau mit den Kodamen dort sprechen, wegen Bazaar. Da ist die ganze Meeting, da lassen wir ein bisschen laufen, ist ein bisschen regnerisch jetzt. Das fahrlichste Mal wird vorbereitet, hier wird Anderle kommen, damit es ein bisschen weicher ist. Und Rest dann ist das so heute nur wenig. Ja, und morgen ist aber ein ganzer Tag. Ich würde vorschlagen, dass ihr morgen wieder kommt, so morgen um 9 oder so. Fangen wir mit Frühstück an und dann zeige ich euch, was noch alles noch dran ist. Und dann wird es auch interessanter, weil mehr Leute da sind. Das größere Zelt wird gemacht. Tige, dann bis morgen.